die Freie Republik einst und erinnert an die Flucht von Studenten aus dem Frankfurter Wachenturm 1833. Und obwohl 180 Jahre vergangen sind, sehen wir, glaube ich, die Bilder noch sehr vertraut vor uns, Alarm und Soldatenschwärme. Denn auch heute sind es oft Studentinnen und Studenten, die weltweit auf die Straße gehen für Freiheit und Menschenrechte. Denken wir an die Anfänge des arabischen Frühlings oder letztes Jahr an die Studentenproteste in Hongkong. Und der 18. März 1848 war ja ein Aufschrei in der Frankfurter Paulskirche, auch dann formal sozusagen dargestellt, wo Freiheit, Bürgerglück und Menschenrechte so laut wurden und sich in den europäischen Chor auch einfügten, dass sie auch nicht mehr zu überhören waren. Mich hat immer ehrlich gesagt sehr gewundert, warum außer in Frankfurt selbst und in der Paulskirche, aber in Deutschland insgesamt, es so lange und so viele Jahrzehnte dauerte, bis der 18. März tatsächlich als ein Tag des Feierns und der Freude empfunden wurde, ein Tag, wo auch in Deutschland daran erinnert wird, dass der Kampf für Menschenrechte, für Freiheit und für Bürgerglück ein ganz wichtiger ist. Jetzt ist es hier gelungen und ich freue mich auch, dass ich hier unter diesem Schild stehe und dieser Platz auch nach dem 18. März gewidmet ist. Wenn wir heute gedenken, dann tun wir das aber nicht nur aus historischen Gründen, nicht nur im Rückblick, sondern wir tun es eben auch, weil er nach wie vor für uns Verpflichtung ist, Verpflichtung für die Menschen, Solidarität nicht nur zu empfinden, sondern auch auszudrücken, auch für Menschenrechte weltweit, für Freiheiten weltweit uns einzusetzen. Das ist, glaube ich, die Verpflichtung, die vom 18. März auch ausgeht. Das war eine Feier für uns Deutsche, aber es ist eben keine einzelne Feier für uns, sondern es war damals ein Beginn der europäischen Idee der Freiheit. Und ich glaube, dass es auch einen Beginn der Freiheit der europäischen Idee geben sollte, die sich in der ganzen Welt ausbreitet. In dem Sinne wünsche ich allen, die hier sind, viel Kraft, auch weiter Solidarität zu üben, viel weiter auch Kraft, sich dafür einzusetzen, für Menschenrechte. Wir haben im Menschenrechtsausschuss des Bundestages jede Woche erneut Fälle auf dem Tisch, wo wir sagen, da diesen Menschen haben unsere Solidarität verdient und da sehe ich uns hier auch mit Ihnen gemeinsam versammelt, uns dafür einzusetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.